Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Vorlesung in der Parapsychologie und wir sind bei Video 8 und werden uns jetzt nochmal mit den Treppen im Wald befassen. In Teil 1 hatten wir uns ja die Grundlagen und die zugrunde liegenden möglichen Theorien, vor allem die Dimensionsthese und das Thema Alien-Artefakte angeschaut. Natürlich aber nicht ganz in Detail, weil wie versprochen kommt das später in eigenständigen Vorlesungen. Und wie versprochen ist jetzt hier Teil 2, wo wir uns ein bisschen genauer auf die praktische Seite stürzen möchten, schauen möchten, was gibt es denn so für Berichte und unterteilen die dann natürlich auch in die falschen Berichte oder in Fehldeutungen und in wahren bzw. plausiblen Berichten, die der tatsächlichen Definition der Treppen im Wald als Phänomen beschreiben. Okay, legen wir los mit den falschen Berichten bzw. Fehldeutungen. Oftmals werden alle solitären Treppen im Wald mit dem Phänomen Treppen im Wald in Verbindung gebracht und auch entsprechend bezeichnet. Tatsächlich muss jedoch zwischen den Resten eines Bauwerks und des eigentlichen Phänomens differenziert werden. Das eine ist halt nicht zwingend das andere. Ein echtes Treppen im Wald Phänomen geht immer mit Phänomenen einher, wie es der Name vermuten lässt, die aktuell noch unerklärlich sind. Es ist also halt nicht wie hier dargestellt, einfach irgendwie eine Treppe, die nach oben führt, die einfach nur eine Verbindung zu einer erhöhten Position darstellt. Das ist ganz normal und die sind durchaus auch gewollt. Beispiele für, ja, ich sag mal, falsch gedeutete oder für fehlerhafte Treppen im Wald, die mit Phänomenen nicht wirklich was zu tun haben, ist die Loretto-Kapelle, auch Madame Sherrys Treppe genannt. Die befindet sich in Chesterfield in New Hampshire. Das ist auch die Treppe, die hier abgebildet ist. Da gibt es tatsächlich Fotos von. Ihr seht, die sieht an sich schon mal wunderschön aus persönlich, also als Ruine finde ich die sehr beeindruckend. Und da liegt aber eine Geschichte zugrunde, die mit Phänomenen nicht viel zu tun hat. Die Pariser Varieté-Sängerin Madame Antoinette Cherry baut in den 1920er Jahren ihr Schloss in den Wäldern von Chesterfield, um es als Sommerresistenz zu nutzen. Das rustikale französische Schloss wies eine beeindruckende Steintreppe, hier zu sehen, mit römischen Bögen auf, die in den zweiten Stock führte. Sie hat halt viele ausschweifende Partys veranstaltet, bei welchen sich Gerüchten zufolge skandalöse Dinge abspielten. Und einige der Gerüchte behaupteten sogar, dass sie wie eine Art Bordell betrieben hätte oder auch sowas wie eine Art primitiver Hostess-Service mit ja, speziellen Wünschen, sagen wir mal ganz nett. Auf jeden Fall geriet sie dann später in Armut und verließ ihr Schloss, welches 1962 abbrannte. Und zurück blieb halt die Steintreppe mit einigen Mauerrissen, die wir hier sehen. Es ist also an sich nichts Phänomenales. Es gibt keine Berichte von irgendwelchen Phänomenen, wenn man diese Treppe begeht. Sie sieht auf den ersten Blick wunderschön aus und man mag sich vielleicht wundern, warum ist die übrig. Aber ich kann das jetzt nicht mit Gewissheit sagen, aus was das Schloss gebaut war. Scheinbar ist aber die Treppe dem Feuer nicht zum Opfer gefallen. Und wie ich schon gesagt habe, es gibt ja hier noch einige Mauerreste, die natürlich dafür sprechen, dass es halt nicht einfach nur irgendeine Treppe ist. Dann haben wir als zweites die etruskische Pyramide von Bomarzo in Viterbo, Italien. Bei der handelt es sich um einen großen steinernen Megalithen mit Treppen, die zu einer kleinen Plattform an der Spitze führen. Und laut aktuellen Wissenschaftlern und Historikern handelt es sich wahrscheinlich um eine alte Weissagungsstätte der alten Etrusker aus dem 7. Jahrhundert vor Anbeginn der Zeitrechnung. Und die Etrusker waren, wie viele alte Völker, begabte Astronomen und beteten den Himmel an, weshalb es sich eventuell um eine Stätte zur Anbetung der Sterne handeln könnte. Ganz genau weiß man das aber nicht. Andere Wissenschaftler vermuten halt auch, dass es sich hierbei um eine reine Ritualstätte handelte, bei welcher Tiere und oder Menschen geopfert wurden. Ziele werden hier nicht genannt, meist wurde das aber gemacht, um ja, den Gott milde zu stimmen vor Katastrophen oder eine gute Ernte heraufzubeschwören. Wichtig ist allerdings, sind keine Phänomene im Zusammenhang mit dieser Treppe bekannt und damit ist es zwar ein interessanter Bau, hat aber mit dem Phänomen Treppe im Wald an sich nichts zu tun. Dann haben wir die Ploisea-Treppe im Berg Phnom Kulen in Provinz Siem Reap in Kambodscha.
Die gilt auch als eine dieser Treppen, gehört aber per Definition eigentlich gar nicht da rein. Ihr seht, die sieht auch relativ unspektakulär aus. 487 Meter den Berg hinauf führt die Pleuser genannte Treppe. Die stammt aus der Zeit zwischen dem 9. und 13. Jahrhundert. Ganz genau kann man das nicht bestimmen. Und auf dem Berg gab es schon sehr lange Steinbrüche, sowie die Überreste in der Stadt Mahendrapavata, die vom Dschungel überwuchert ist. Und Experten waren sich schon jeher unsicher, wozu die Treppe diente, aber man vermutet halt, dass sie in der Verbindung zu dieser Stadt war oder aber, dass sie einfach ein Transportweg für die Steinbrüche war, dass man da nicht durch den Wald und Dschungel die ganzen Sachen schleppen musste, wofür sich natürlich bei einem häufig begangenen Weg wie bei einem Steinbruch Treppen anbieten würden. Im 12. Jahrhundert baute König Surayavarman II. Die Tempelanlage Angkor Wat. Die ist hier gar nicht so nah, aber auch nicht so weit weg. Und daher vermuten manche Historiker, dass die Treppe als Transportweg für Materialien aus den Steinbrüchen für den Bau von Angkor Wat gedient haben könnte. Das ist natürlich aber jetzt auch gar nicht so relevant, wofür die Treppe an sich im Endeffekt da war. Ob das jetzt für Angkor Wat war oder für andere Steine, im Endeffekt hat das höchstwahrscheinlich mit den Steinbrüchen zu tun. Und hier sind keine Phänomene bekannt, das hat nichts mit einer solitären Treppe zu tun, die einfach nichts endet, in Anführungszeichen, in der Luft. Es ist ein ganz normaler Weg. Also wenn man den im Wald oder die Treppe im Wald begegnen würde, ohne Vorwissen von der Geschichte, würde man auch gar nicht auf die Idee kommen, von dem Treppen im Wald Phänomen zu sprechen. Viertens, Treppen ins Nirgendwo. In diversen Naturreservaten der USA, wie es der Name schon sagt, es gibt da halt einige mehrere. Beginnend in den 1970er Jahren wurden in den USA, besonders in Naturreservaten, bewusst Treppen in Wäldern oder an idyllischen Plätzen gebaut, um Naturtouristen anzulocken, was an sich ja erstmal ganz okay ist. Und die lassen sich aber oftmals daran erkennen, dass sich Sitzgelegenheiten auf den oder nahe der Treppe befinden oder dass man eindeutig erkennen kann, dass sie einen schönen Überblick über die Landschaft liefern. Und im Gegensatz zu den Treppen im Wald-Phänomenen strahlen diese keine furchterregende Aura aus und sind immer da und weisen auch keine Phänomene auf. Ist also nichts Besonderes an denen. Wir hatten aber oftmals in der Literatur, in Videos, auf Websites und so weiter tatsächlich benannt, weil es gab in den 2019 bis 2020, den Jahren, einen gewissen Hype um das Phänomen, vor allem in den USA. Und auf einmal tauchten haufenweise Treppen auf, die aber überhaupt keine Beschreibung und keinen Bezug zu dem Thema an sich haben, sondern einfach nur irgendwelche Treppen sind, die, wie schon oft gesagt, Reste von Gebäuden sind oder aber einfach Aussichtspunkte. Ähnlich ist das mit der Wendeltreppe in Linzhou im Taihang-Gebirge in China. Die Treppe ist 91 Meter hoch und führt hinauf in das Taihang-Gebirge. Und sie wird oftmals zu den Treppen im Wald gezählt, weist jedoch keine notwendigen Charakteristika auf. Sie ist einfach nur ein wunderschöner Aussichtsplateau. Und das bringt uns jetzt weg von dem Thema zu den interessanteren Themen, den wahren oder zumindest plausiblen Berichten. Wo ist der Unterschied zwischen Wahrheit und Plausibilität? Nun ja, Wahrheit ist etwas Bewiesenes, plausibel ist etwas, was zwar nicht bewiesen ist, was aber an sich in eine passende Definition oder ein passendes Vorgehen passt. Und natürlich sind die meisten hiervon nicht direkt als Wahrheit zu bezeichnen, aber zumindest sind die Zeugen glaubhaft und die Berichte passen plausibel zu anderen Berichten in Bezug zu den Phänomenen Treppen im Wald. Das lässt sich insgesamt immer sehr schwer ohne gute Dokumentation und Beweise nachvollziehen, von denen es halt in der Regel ganz wenig gibt. Deswegen ist da dringende Forschungsarbeit notwendig. Hier gerne auch die Bitte an euch. Wenn ihr wirklich so eine Treppe meint zu finden, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr da das mal in uns die Kommentare oder auch gerne per Mail oder WhatsApp, findet ihr alles auf unserer YouTube-Seite verlinkt, schreiben würdet. Wir hätten echt nämlich großes Interesse, mal solche Treppen auch zu untersuchen. Wir haben da schon einige Ideen, was wir da gerne machen möchten. Aber zurück zum Hauptthema. Es bleibt halt meist bei einer Plausibilitätsprüfung und da ist es dann halt auch ertragreich, wenn man Folgendes überprüft. Passt das Berichtete zu anderen Berichten, also wie stark weichen Berichte voneinander ab? Ist der Zeuge glaubwürdig? Also ist es natürlich ein Unterschied, wenn ein Park Ranger der USA, der sein Gebiet kennt, verstört von der Schicht zurückkommt und von der Sache berichtet,
Oder ob irgendwelche Betrunkenen meinen, oh, ich war im Wald und boah, da war eine Treppe, ne? Heißt ja nicht, dass die sich irren. Allerdings ist die Glaubwürdigkeit natürlich von denen eher anzuzweifeln. Und welche Intention hat der Zeuge oder Berichterstatter? Also, wenn das jemand ist, dem das eher zum Nachteil gereicht, wie der Ranger halt, der es erzählt und eventuell als Spinner abgetan werden könnte und seinen Job riskiert, dann ist es wahrscheinlicher, wenn er das berichtet, dass es wahr ist, weil er hat selbst daraus keinen Vorteil, im Gegenteil sogar einen Nachteil. Ist das jetzt allerdings irgendjemand, der daraus Profit schlägt, weil er dann zum Beispiel sagt, ja, ich kenne da so eine Treppe, die zeige ich euch, also gegen eine kleine Gebühr von 10 € pro Person. Das hat dann natürlich eine ganz andere Bewandtnis und das muss man natürlich auch immer berücksichtigen. Ja, die Phantomtreppe, Ort und genaue Zeit unbekannt, ist auch nicht die hier. Die ihr hier seht, ist eine Treppe, die exemplarisch dafür gewählt wird, die aber meines Erachtens vom Aufbau her wirklich als Aussichtsplattform gebaut wurde. Zumindest sieht sie von der Konstruktion für mich so aus, weil sie relativ nah vor so einem Fluss endet und auch wirklich, ja, in dem Sinne endlich ist, weil oben auch halt auch ein Ende definiert ist durch die Absperrung. Wichtiger Hinweis: Oft ist das Fehlen von Orts- und Zeitangaben, wie in diesem Fall, ein schlechtes Indiz, denn so kann der Bericht halt nie überprüft werden. Es gibt natürlich Ausnahmen. Gibt es rechtliche Gründe, weil es zum Beispiel ein Eigentum von jemandem betrifft oder weil es gerade Ermittlungen aus Sicht der Polizei oder sowas gibt, da kann man natürlich da mit ein wenig Verständnis nicken, ist natürlich trotzdem schade, aber ansonsten ist das Fehlen von solchen Angaben immer schlecht. Aber in diesem Fall hier berichtete eine Reddit-Nutzerin ein Erlebnis, als sie noch ein Kind war. Da war sie denn mit ihren Eltern im Wald spazieren und als sie in ca. 100 Meter Entfernung eine Treppe mit einem Wald sah, ging sie dann halt hin. Die Treppe war sauber und poliert und passte daher auch nicht in die Umgebung. Das hat sie schon als Kind gewundert gehabt. Und das Mädchen rannte dann die Treppe hinauf und sah, dass innerhalb weniger Sekunden dunkler wurde. Das ist halt auch schon mal gleich so ein Verweis auf dieses Thema, was wir letztens hatten, Zeitdilatation in Bezug zu diesen Treppen. Als sie verwundert zu ihren Eltern umdrehte, waren dieser bereits 200 Meter weit weg, obwohl sie genau an derselben Stelle wie zuvor standen. Was heißt das? Wenn die Eltern sich also nicht bewegt haben, aber weiter weg waren, dann hat sich entweder die Perspektive des Mädchens geändert oder das Mädchen hatte seine Position geändert, dass es, ich sage mal, die Treppe in Anführungszeichen 100 Meter gewandert ist oder aber in dem Bereich, wo sie jetzt bei der Treppe stand, die Raumzeit gestreckt wurde um 100 Meter, um das Doppelte. Und das ist halt Längenkontraktion. Wenn man sich der Lichtgeschwindigkeit nähert, dann werden alle Längen kontrahiert, verkürzt. Das ist aber auch wieder aus Sicht des Betrachters halt je nachdem verschieden. Ist ja immer relativ, daher heißt die Relativitätstheorie so. Wäre aber ein Indiz, dass sie eventuell in einen anderen, ja, Dimensionsbereich gelangt ist oder dass sie eine Einstein-Rosenberg-Brücke, wie wir sie letztens behandelt haben, vielleicht gerade dabei war zu betreten und schon die erste Entfernung hinter sich gelegt hatte. Aber wie gesagt, das ist alles Spekulation. Anhand von so einem Bericht kann man halt nur wirklich von wissenschaftlichen Thesen ausgehend Vermutungen anstellen. Kann auch komplett anders sein. Sie war ein Kind, vielleicht hat sie sich auch ein bisschen viel eingebildet. Obwohl ich sagen muss, ich finde diese Argumentation allgemein bei Spukgeschehen und so immer ein bisschen borniert. Also man sagt, ja, wir Erwachsene, wir sind gebildet, wir sehen die Welt ganz anders. So ein Kind, denen fehlt ja noch alles Erfahrung und so. Das stimmt. Das muss aber nicht zwingend besser sein. Wir Erwachsenen zum Beispiel fallen auf Illusionen rein und auf Täuschungen, was daran liegt, dass unser Gehirn, was wir aufnehmen, Bildern so, bereits mit unseren Erfahrungen abgleichen und vorinterpretieren. Wir kriegen vom Gehirn dann also nicht das akkurate Bild, sondern schon das interpretierte Bild geliefert. Das ist ein Problem, dadurch kommt die Illusion zustande. Was aber ein Fehler ist. Ein Kind, was die Erfahrung noch nicht gemacht hat, wird er auf diese Illusion nicht hereinfallen. Es ist jetzt also nicht zwingend ein Vorteil, Erfahrung zu haben. Aus der Sicht der Sinne kann das halt auch ein Nachteil sein. Und es wird ja oftmals auch von Kindern berichtet, die imaginäre Freunde haben. Und da ist dann natürlich die Frage, auch wenn das jetzt schon ein bisschen vorgreift zum Spuk, ist ein imaginärer Freund wirklich eine psychologische Einbildung von dem Kind?
Oder ist das tatsächlich vielleicht eine Entität, ein Geist etc. pp., was das Kind sehen kann, was wir im erwachsenen Menschen, aber durch die Erfahrung, die unser Gehirn gemacht hat und bereits eine Interpretation liefert, vielleicht gar nicht mehr wahrnehmen können. Es ist immer sehr, sehr eitel und wirklich borniert, aus unserer Sicht zu sagen, jo, so wie wir die Welt sehen, das ist komplett richtig so. Und nicht zu bedenken, andere sehen das vielleicht anders und vielleicht haben die anderen recht. Das sollte man immer auf dem Schirm haben und das prüfen. Und es gibt ein paar Videos und Berichte, wo imaginäre Freunde die physische Welt beeinflusst haben, ohne dass das Kind zu der Zeit zugegen war. Hat das Kind also telepathische Fähigkeiten entwickelt, oder besser gesagt telekinetische Fähigkeiten ganz genau genommen? Was ist da passiert? Oder war da doch eine Entität? Was ist dann im Poltergeist? Also ist schon spannend, aber dazu kommen wir dann später noch ein bisschen genauer. Aber hier haben wir im Prinzip dieselbe Diskussion, die wir führen können. Auf jeden Fall bekam das kleine Mädchen Angst, da sie sah, dass sich der Abstand zu ihren Eltern immer weiter vergrößerte. Es war also fast so, als wenn sie auf einer Rolltreppe war, die in die Finsternis führte. Und das ist natürlich für das Mädchen auch gruselig gewesen. Angsterfüllt rannte sie zu ihren Eltern zurück und deutete auf die Treppe. Allerdings war diese verschwunden. Die Eltern konnten sie nicht mehr sehen und das Mädchen auch nicht. Und wie anfangs erwähnt, kann der Bericht nicht verifiziert werden. Er ist halt, es gab keine Kamera, keine Fotos, nicht genügend Zeugen. Es ist der Bericht von dem kleinen Mädchen. Er ist aber plausibel, da er zu anderen Berichten passt und da die Zeugin keinen Vorteil aus der Geschichte zog, das Mädel hatte nichts davon, die Intention nicht dem Eigennutz diente. Warum sollte sie es also erzählen, obwohl als einziges Resultat rauskommen könnte, er sagt, ja, du spinnst. Es kann also nur sein, dass ihre Intention war, ich möchte das erzählen, ich habe das Gefühl, dass da was passiert ist. Das wäre logisch. Dann haben wir zweitens die möblierte Treppe. Und es trag sich zu, dass zwei Männer in einem Wald eine ca. 2,40 Meter hohe Treppe fanden, die ins Leere führte und von Moos und Schimmel bewachsen war. Spuren von einem Gebäude, von dem die Treppe ein Überbleibsel hätten sein können, fehlten. Jedoch fanden die beiden Männer Möbel, die sie und damit auch die Treppe etwa auf die 1950er Jahre schätzten, war also schon ordentlich alt. Als die Männer oben auf der Treppe angekommen waren, verspürten sie plötzlich die Nähe einer unheimlichen Präsenz und bekamen ein bedrückendes Gefühl, das wird auch öfters berichtet. Und dabei wurde einem der beiden so übel, dass er sich erbrechen musste. Das kann wie gesagt auf eine Sauerstoffunterfunktion des Gehirns zurückgehen, es kann aber auch eine biochemische oder eine bioelektrische Störung des Nervensystems sein, die das hervorgerufen hat, schwer zu sagen. Er verlor das Gleichgewicht und fiel von der Treppe, wobei er einen lauten Schmerzensschrei von sich gab, da er sich dabei das Bein brach. Der andere Mann eilte sofort zu seinem Freund hinunter, um diesem zu helfen, doch als er diesen erreichte, spürten sie beide eine bedrückende Ruhe. Es war auf einmal so, als wäre der Wald schlagartig still geworden. Kurz darauf wiederholte sich der Schrei des Mannes, den er beim Sturz abgegeben hatte, in ca. 20 Meter Entfernung. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass es sich hierbei um Schall oder Hall gehandelt hatte, weil von da oben nach da unten hätte er einige Sekunden gebraucht. Und in einem offenen Gebiet einen Schall zu erzeugen, der einen so langen Weg hin und zurück benötigt, ist nicht unmöglich, aber extrem unwahrscheinlich. Das wäre eher bei einem geschlossenen Gebiet wie einem Tunnel denkbar, wenn er denn entsprechend lang ist. Einige Sekunden später war wieder der Schrei zu hören, doch mit einer tiefen, diabolisch verzerrten Stimme, die nun nur noch 10 Meter entfernt schien. Nachvollziehbarerweise rannten die beiden Männer dann so schnell, wie sie konnten, wobei schnell relativ ist. Der eine mit seinem gebrochenen Bein wurde zwar von seinem Freund gestützt, konnte aber natürlich trotzdem hauptsächlich nur humpeln. Deswegen kamen die beiden aber auch nicht ganz so weit vorwärts, waren aber heilfroh, dass sich damit das Thema erledigt hatte. Drittens, die vibrierende Treppe. New Mexico und wahrscheinlich die erste oder der erste Bericht zu solchen Treppen. Er stammte von einem Spezialist für Infektionskrankheiten vom CDC, das ist die Gesundheitsbehörde der USA, das Center for Disease Control and Prevention. Und der hat von seinen Erfahrungen berichtet. Er und seine Abteilung wurde 1947 bezüglich des Roswell-Vorfalls zu den Ermittlungen hinzugezogen.
Und die Abteilung hatte die Aufgabe gehabt, Tierverstümmelung im Zusammenhang mit dem Roswell-Vorfall hinsichtlich Infektionen zu untersuchen. Also Roswell-Vorfall, New Mexico, wo das erste bekannte UFO in Anführungszeichen abgestürzt ist. Ja, ich weiß, ist ein kontroverses, heiß diskutiertes Thema. Allerdings, wenn man sich mal die Fakten anschaut, ja, das war ein Wetterballon. Nein, es war doch ein UFO. Nein, es war doch ein Wetterballon. Ja, immer hin und her. Und dann sah es nicht aus wie ein Wetterballon. Schon ein bisschen seltsam, ne? Naja, auf jeden Fall gab es danach in der Gegend überall Tierverstümmelung, die ja später dann auch mit Aliens in Verbindung gebracht wurden, weil seitdem setzen sie sich ja doch vermehrt fort. Und jedenfalls war es Aufgabe von CDC und damit dem Mann und seiner Abteilung, das zu untersuchen. Die Untersuchungen waren für 2 Wochen angesetzt, dauerten aber insgesamt 6 Monate. Und während dieser Untersuchung stieß das Team ab und an auf mysteriöse Treppen, welche seltsame Frequenzen ausstrahlten. Die Frequenzen wurden zwar von Experten analysiert, diese konnten aber nicht bestimmt werden und bleiben bis heute ungeklärt. Das ist ein bisschen komisch, weil wenn man sich das Wellendiagramm anschaut, sind uns eigentlich alle Wellen bekannt. Es ist also seltsam, dass wir die nicht deklarieren konnten. Also wenn ich sage alle Wellen, dann ist es natürlich ein bisschen vermessen, weil wir haben ja die eindeutige Aussage von Experten jetzt hier gerade, es sind Wellen, die wir nicht verstehen. Aber es muss sich dann also um Frequenzbereiche handeln, die nicht zu unserer Messskala passen. Das wollte ich damit eher formulieren. Das ist ein bisschen seltsam, aber lässt sich schwer anders fassen. Es wurde berichtet, dass sich die Treppen bewegten und manchmal komplett verschwanden. Also beschloss das Team, eine Nacht in 30 Meter Entfernung zu einer dieser Treppen zu kampieren, um diese zu beobachten. Als das Team am nächsten Morgen aufwachte, stellen sie fest, dass die Treppe sich bewegt hatte. Und an der Stelle, wo die Treppe zuvor stand, waren schwarze Brandflecken zu sehen. Das heißt, wir haben hier definitiv eine energetische Einwirkung, zum Beispiel Strahlung. Wir haben halt hier eine Treppe oder Treppen, die sich bewegen, die verschwinden, die Energie in irgendeiner Form emittieren, denn sie vibrieren und sie machen Brände, also höchstwahrscheinlich Strahlung. Und die Brände entstehen in der Regel erst, wenn sie sich bewegen, offenbar. Oder aber kann sein durch die Vibration, dass so viel Reibung entstanden ist, dass es wie ein Brand aussah. Das heißt auch nicht wortwörtlich Brände. Es hieß, es sind schwarze brandähnliche Flecken. Also das ist jetzt von mir als Brandflecken mal interpretiert worden, weil ich mich frage, was soll es denn sonst sein? Warum würde man die sonst so bezeichnen? Aber das ist die wörtliche Formulierung. Und das ist halt schon eine seltsame Sache. Aber es geht ja noch weiter. Der Mann von der CTC gab zu Protokoll, und das ist jetzt hier ein Zitat, bis auf das, was ich hier in die Ecke eingefügt habe, das habe ich ergänzt, damit es ein deutscher Satz wird. In den nächsten 2 Tagen tauchte die Treppe wieder auf, aber 50 Meter entfernt. Sie beschlossen, einige Messungen durchzuführen und versuchten, einen Teil der Treppe zu beproben, aber die Treppe mit Holzkonstruktion war härter als Stahl. Nichts davon konnte für die Probenentnahme abgeschlagen werden. 6 Tage danach verschwand die Treppe vollkommen und ward seitdem nicht mehr gesehen. Wir haben hier also Treppen, die vibrieren, die irgendeine Art Energie emittieren auf jeden Fall, die verschwinden, wieder auftauchen und aus einem Material sind, das wie Holz aussieht, aber härter als Stahl. Sprich, das scheint hier eine Technologie zu sein, die wir nicht fassen können. Bei den meisten Treppen im Wald könnte man sagen, ja, das sind Überbleibsel, keine Frage, es sieht auch nach menschlicher Konstruktion aus, aber die hier beschriebenen, vor allem im Zusammenhang mit den Tierverstümmelungen und Roosevelt, lassen hier auf Materialien und Technologien schließen, die wir nicht besitzen. Also bei den Treppen könnte es sich wirklich am ehesten um Alien-Artefakte handeln. Ansonsten lässt sich das schwer erklären. Er ist natürlich der jetzt, der den Bericht hier abgegeben hat, aber es gab ja natürlich noch andere Zeugen. Und die Frage ist halt, trifft das nur auf diese Treppe zu? Wie sind die anderen entstanden? Sind die vielleicht Replikas in dem Sinne? Gleichartige Sachen? Oder sind es halt, wie in einem Theorievideo schon sehr weit spekuliert, eine Art Dimensionsportal basierend auf der Einstein-Rosenberg-Brückentheorie und vielleicht von anderen Zivilisationen erschaffen? Wir wissen es nicht genau, aber das sind auf jeden Fall sehr unerklärte Sachen und das ist eigentlich so der Beginn, der erste Bericht von solchen Treppen. Dann haben wir die schwedische Treppe. Warum heißt sie so?
weil zwei schwedische Studenten, Axel und Isaac, nach mehreren Stunden durch den Wald auf eine Treppe inmitten einer Lichtung trafen. Beide waren über den Anblick verwundert und Axel wollte möglichst schnell weg, aber Isaac war neugierig und wollte die Treppe besteigen. Hat er dann auch getan und oben angekommen, hörten die beiden einen schrillen, markerschütternden Schrei, der sie eilig zur Flucht veranlasste. Das erinnert am ehesten an den Shriek, den Schreier auf Deutsch übersetzt. Ist ein Kryptid, also ein kryptozoologisches Wesen, was unbewiesen ist, der humanoide Gestalt hat, aber krächzende, heulende Geräusche von sich macht und sehr schlank aussieht. Das schauen wir uns beim Thema Kryptozoologie dann genauer an, aber nur so ein Ausblick, so stelle ich mir von der Beschreibung her den Schrei vor. Okay, nachdem sie einigen Abstand gewonnen hatten, versuchten sie wieder zum Atem zu kommen und hielten an. Und kurz darauf legte jemand Axel eine Hand auf die Schulter. Und er dachte zunächst, es wäre sein Freund Isaac, doch dieser stand viel zu weit weg. Zudem fühlte sich die Berührung eiskalt an. Dann sind wir fünftens die Hand des Rangers, USA. In dem Nationalpark der USA war ein Team von zwei Rangers durch den Wald unterwegs und sie entdeckten eine Treppe, die sie bis dato noch nie gesehen hatten und einer der beiden beschloss, diese zu erklimmen. Schon mal Anmerkung hier, das sind Ranger. Das sind Leute, die berufsmäßig, regelmäßig durch die Nationalparks laufen, sich die Parks anschauen, auf die Natur achten, Bestände zählen, Tierpopulationen ausmachen und sich um die Pflege und Gesundheit des Parks kümmern. Das sind erfahrene Leute, die sich in Wiese, Wald und Flur auskennen und ich habe tatsächlich auch schon gehört, es gibt viele, die tatsächlich nicht, so wie wir das vielleicht kennen, 8-Stunden-Tag haben, sondern ein halbes oder ein Dreivierteljahr komplett in diesem Wald leben, natürlich mit ein paar Ranger-Stationen und auch nicht abgeschieden, die haben Funkgeräte und so weiter, und dann ein Vierteljahr Pause haben. Dieses, nennen wir es mal Berufsmodell, gibt es dort auch. Das heißt, wir haben hier wirklich Leute, die versiert in der Gegend sind. Experten. Oben angekommen, griff er nach dem Ast eines Baumes, also einem der Ranger, woraufhin seine Hand mit einem glatten, chirurgisch präzisen Schnitt abgetrennt wurde. Auch hier schon wieder ein kleiner Rückblick zu Teil 4 und eine Vorschau zu Tierverstümmelung. Chirurgisch präzise Schnitte bedeutet sehr scharfe, glatte Werkzeuge. Die findet man bei Tierverstümmelung erstaunlicherweise auch, so als wenn man mit einem Laser gearbeitet hätte. Hat man hier in dem Fall auch gehabt. Und das ist halt sehr, sehr komisch, weil das existiert in der reinen Natur nicht. Die Natur hat in der Regel keine glatten, scharfen Schnitte. Natürlich hat er ein Problem gehabt mit der abgetrennten Hand. Sie kontaktierten sofort den Notarzt, der zur Rettung eilte, und sie suchten natürlich die Hand in der Hoffnung, sie annähen zu können. Die Hand jedoch war komplett verschwunden. Also wirklich so, so könnte ich es mir am ehesten tatsächlich vorstellen, wenn ich mir vorstelle, aus irgendeiner Energie schneidet die Hand ab und dann ist sie weg. Ich könnte mir also vorstellen, wenn man jetzt wirklich die Dimensionsthese zu Rate zieht und sagt, Dimension rotieren, dass dann, wie gesagt, das gehen wir in der Dimensionsthese dann genauer ein, aber stellt euch vor, das ist wie wenn man durch eine Tür geht zu einem Raum, der rotiert und halt dann entsprechend erst wieder da ist, wenn man eine Runde lang rotiert hat. Ich könnte mir vorstellen, wenn das wirklich oder wenn Dimensionen sich so verhalten und man streckt gerade, weil man es halt ja optisch nicht sehen kann, das ist ja das Fiese, die Hand durch, in Anführungszeichen, die Tür, also sprich, durch das Portal zur anderen Dimension und die rotiert in dem Moment und schneidet die Hand ab, dann wäre diese ganze Sache an sich plausibel. Dann wäre das nämlich ein Klatterschnitt, weil auf einmal wäre die materielle Verbindung zur Hand weg. Und man würde die Hand auch nicht wiederfinden, weil sie halt nicht nur unserer sichtbaren materiellen Dimension, sondern einer anderen landen würde. Das ist natürlich jetzt auch hochspekulativ. Und es kann natürlich auch sein, dass sie die Hand einfach nicht gefunden haben, je nachdem, wie es dort vor Ort aussah. Das Bild, was ich habe, ist jetzt nicht die Stelle. Es gibt davon keine Bilder. Vielleicht ist sie natürlich auch einfach verloren gegangen. Problem ist natürlich aber, was hat mit dem glatten Schnitt dann auf sich? Der bleibt dann trotzdem ungeklärt. Dann haben wir das Aneurysma, eine Geschichte aus den USA. Die ist jetzt nicht so beeindruckend, das kann auch einfach Zufall sein. Ein anderer Ranger eines US-Nationalparks beobachtete eine Frau, also eine Touristin oder Wanderin, die eine Treppe im Wald hinaufstieg
Und kaum war sie oben, beklagte sie sich, dass irgendwas nicht stimmt. Und kurz darauf brach sie tot zusammen. Das ist typisch für ein Aneurysma. Das ist ja sozusagen Blutgerinnsel im Kopf, was dann platzt und ja, dann ist es in Sekunden vorbei. Die Obduktion ergab, dass sie an einem Aneurysma starb. Und wie ich schon sagte, das kann auch Zufall gewesen sein. Es gibt jetzt keine haufenweise Berichte, dass irgendwie die Treppen mit Aneurysmen in Verbindung zu bringen sind. Und Aneurysmas oder Aneurysmen sind in der Regel heimliche, spontane Killer. Man merkt die erst, wenn es zu spät ist. Und normalerweise macht man auch keine Gehirnscans, Tomografien etc. pp., bei denen die auftauchen. Das wird in der Regel, wenn es bemerkt wird, nur per Zufall bemerkt. Von daher, auf die Geschichte brauchen wir jetzt nicht so viel geben. Das kann einfach auch nur Zufall gewesen sein. Dann haben wir die Treppe der Zeitdilatation, Philippinen. Passender Name, Zeitdilatation. Erinnert euch, das ist eins der häufigsten Mitphänomene mit solchen Treppen. Sprich, dass, wenn man die Treppe begeht, die Zeit langsamer in der Regel vergeht für einen. Oder aus Sicht von anderen, die nicht auf der Treppe sind, vergeht die Zeit schneller. Wie gesagt, mit der Zoologie schauen wir uns das genauer an. Hier haben wir allerdings ein extremes Beispiel. Es geht um den Rancher Torkick. Der arbeitete in einem philippinischen Nationalpark. Ich wähle hier bewusst die Vergangenheitsform, denn er wurde danach gekündigt. Das heißt, er wurde gekündigt, während das passiert ist. Seht ihr gleich. Er hatte den Auftrag bekommen, in den Nationalpark nach den vermissten Personen zu suchen. Das war also mitten im Wald. Und während der Suche stieß er auf zwei Treppen. Die erste war aus glatten Stein mit aufwendigen Schnitzereien und die zweite wirkte wie aus Natursteinen, die aus der unmittelbaren Umgebung stammten, zusammengesetzt. Er fand keine der vermissten Personen, doch bemerkte einen wilden, angriffslustigen Hund. Dazu muss man sagen, ja, in vielen Ländern gibt es sehr angriffslustige Wildhunde, die auch teilweise wirklich gefährlich sind und Kinder oder so erbeuten. Das ist also nicht unbedingt zu unterschätzen. Um sich auf jeden Fall vor diesen zu retten, kletterte er einen der Treppen hinauf. Und als der Hund verschwunden war, wie lange hat jetzt Torkick nicht gesagt, wie lange das dauerte? Sekunden, vielleicht Minuten? Also auf jeden Fall nicht allzu lange, beschloss Torkick zu seiner Rangerstation zurückzukehren. Dort waren aber alle über seine Rückkehr verblüfft. Denn obwohl Torkick nach seinem Empfinden nur ein paar Stunden unterwegs war, waren tatsächlich 5 Jahre vergangen. Das ist halt auch die Evanesketie, die wir dann die nächsten zwei Vorlesungen betrachten werden. Und das ist halt die Zeitdilatation. Wenn man sich nahe der Zeit bewegt, vergeht die Zeit für einen langsamer, während für neutrale Betrachter, die ruhend im Vergleich dazu sind, die Zeit normal vergeht. Oder andersrum, für den ruhenden Betrachter vergeht die Zeit schneller und für den Bewegten vergeht sie normal. Das ist immer abhängig davon, aber auf jeden Fall bedeutet das, der auf der Treppe, für den vergeht die Zeit insgesamt langsamer als für alle anderen. Und warum, wie gesagt, da er 5 Jahre vermisst war, hatte man ihn schon längst in Anführungszeichen entlassen, das heißt für tot erklärt und damit war er seinen Job los und hatte schon längst Ersatz für ihn gefunden. Und last but not least, die endlose Treppe, die sich irgendwo in Deutschland befinden soll, wo konnte ich nicht rausfinden, trotz langer Recherche. Vielleicht weiß das jemand, wäre sehr spannend, das zu untersuchen. Viel gibt es dazu auch gar nicht. Nur ein wichtiger Hinweis schon mal. Der Bericht ist in einer sehr, sehr schlechten Grammatik und teilweise unverständlich. Ich habe ihn hier nach dem besten und Gewissen wiedergegeben. Er war auf Englisch geschrieben. Das ist an sich nicht so das Problem für mich, diese Sprache. Aber auch nach der Übersetzung hat es nicht hingehauen. Ich habe hier ein bisschen was ersetzt. Und zwar, ein Wanderer bemerkte eine Treppe im Wald und fühlte sich wie in Trance magisch von ihr angezogen. Und wie im Bann begann er die Treppe hinaufzusteigen, doch dieser schien kein Ende zu nehmen und endlos zu sein. Es gelang ihm schließlich, sich aus dem Bann zu reißen und die Treppe wieder hinabzusteigen. Das Problem ist, in dem Originaltext wird immer von Take Steps berichtet. Also Schritte nehmen wird übersetzt. Step kann ja der Schritt sein, aber auch die Treppenstufe. Ich vermute jetzt allerdings, von dem, wie es geschrieben war, dass es hier nicht darum ging, dass er Schritte gehört hat, weil es ging halt wirklich tatsächlich auch um das Phänomen, sondern dass wirklich mit den Steps wirklich die Stufen gemeint waren. Wie gesagt, es war grammatisch auch wirklich verwirrend geschrieben, lauter Teilsätze, wie als wenn man versucht hätte, Stichpunkte zusammenzufassen und mittendrin irgendwie Wörter zu streichen, um Platz zu sparen. Ob das jetzt auch die Intention war, weiß ich nicht.
Auf jeden Fall soll das in Deutschland passiert sein, aber keine Ortsangaben, keine Zeitangaben. Schwer zu überprüfen, aber falls jemand weiß genau, wo es ist, ich würde mich natürlich da sehr drüber freuen. Dann könnten wir das nämlich ein bisschen genau untersuchen. Das ist ja das Schöne daran, dass wir so eine tolle Community haben. Wir können ja nicht nur auf unser eigenes Wissen zurückgreifen, sondern auch auf Leute wie euch, die immer auch ein paar Sachen wissen. Wir haben ja schon ab und an ein paar Tipps von Orten bekommen, wo wir hingehen oder zumindest mal anfragen können, was wir ja dann auch machen. Dauert natürlich immer ein bisschen, hat ein bisschen Bearbeitungszeit, je nachdem, wie schnell die Leute auch reagieren. Und vielleicht gibt es ja hier auch den einen oder anderen, der was darüber weiß. Wir sind auf jeden Fall am Ende von Teil 2 angekommen. Nächstes Mal, wie gesagt, geht es mit der Evanescence weiter. Das wären auch zwei Videos, die ich auch wieder ungefähr so aufbauen werde. Also einmal die Grundlagen mit Theorie und dann einmal so Beispiele dazu. Und bis dahin sage ich, danke für eure Aufmerksamkeit. Über ein Like würde ich mich freuen. Wenn ihr noch kein Abo dagelassen habt, macht das bitte. Ich habe in den Analysen gesehen, dass nur 25% ein Abo dagelassen haben. Hilft uns natürlich sehr, wenn die Abonnentenzahl steigt und ihr habt den Vorteil, ihr werdet, zumindest wenn die Glocke dann aktiviert, auch immer informiert, wenn wir neue Videos haben. Ist also für alle eine Win-Win-Situation, die auch niemandem was kostet. Und ansonsten, wie gesagt, freuen wir uns über jeden netten Kommentar, jeden Support in jeglicher Weise und gerne können wir über alles reden. Ich freue mich immer darüber, wenn ihr irgendwelche Sachen schreibt. Sei es ein nettes Dankeschön, da freue ich mich. Oder auch wenn ihr Fragen habt, dann bemühe ich mich wie immer, die möglichst nach bestem Wissen und Gewissen zu beantworten. So, jetzt machen wir Schluss für heute. Wir sehen, beziehungsweise hören uns beim nächsten Mal. Und bis dahin, macht's gut, macht's besser und tschüss.